Sie! Ich sehe das Glitzern in Ihren Augen. Sie sind in Einkaufslaune. Wenn ich nur wüsste, welche Lieferung es ist, dann könnte ich die Waffen zum Besitzer zurückverfolgen. Es ist bestimmt etwas. Grandiose Idee, Freddy. Kommen Sie, ich sehe das Glitzern in Ihren Augen. Kommen Sie, sehen Sie. Da wären wir, die Verladungsdocks. Wo sind jetzt die Cockham-Kisten für Mr. Plutus? Wir haben alles, was Sie brauchen. Und noch viel mehr. Oh, schauen Sie doch mal rein. Ich habe etwas, das Sie interessieren könnte. Oh. Take a look around you. Da ist irgendwas. Rammt ihn ein Messer in den Rücken. Auch wenn du dich traust. Tee. Vielleicht später. Wo zum Teufel sind Sie?
leave his own. He's compelling me to do this. I'm sorry. Sorry. No. Hallo? Jetzt nur noch warten, bis die Kisten abgeholt werden. Der Tee soll schließlich nicht zu Staub zerfallen, oder? Beschützt diese Kisten. Jeder Fehler wird euch teuer zu stehen kommen. Macht ihr nicht ins Hemd. Wir haben's gehört. Gut, weil ich mich nicht wiederholen möchte. Eine Schande, dass ich keine Zeit für einen Pint habe. Sie sind nervös. Ich sollte Abstand halten. Ich wette, Greeny läuft gerade Evie hinterher. Viel Glück dabei. Der Tee soll schließlich nicht zu Staub zerfallen, oder? Beschützt diese Kisten. Jeder Fehler wird euch teuer zu stehen kommen. Macht ihr nicht ins Hemd. Wir haben's gehört. Gut, weil ich mich nicht wiederholen möchte. Eine Schande, dass ich keine Zeit für einen Pint habe. Was machst du denn da oben? Die sind nervös. Ich sollte Abstand halten.
die Straße! Meine liebe Schwester glaubt, ich könnte nur zerstören. Ich zeig ihr, wie ich Rechnungen begleiche. Bereit serviert zu werden? Genau. Wir haben eine spezielle Mischung. Immer schön, mit Cocker Merchants Geschäfte zu machen. Hey, wo ist unser Geld? Das werden wir morgen übergeben. Das will ich hoffen. Templer. Kenne ich den seltsamen Vogel? Du hast hier nichts zu suchen. Solch Grabschaum bin ich mehr als gewachsen. Ah ja, führ mich zu Mr. Plutus. Scheiße! Es wird dir noch leid tun, wenn ich rüberkommen muss, Junge. Ah ja, führ mich zu Mr. Plutus.
Ah ja, führ mich zu Mr. Plutus. So, Mädchen. Auf geht's. Weiter, Mädchen. Braves Mädchen. Sachte. Lauf schön weiter. So ist's recht. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Auf geht's. Lauf schön weiter. So ist's recht. Gut so, Mädchen. Die Waffen sind hier. Genauso wie beim letzten Mal. Mr. Twopenny öffnet den Tresor, wir rauben ihn aus und schaffen das Geld in sein Lagerhaus. Beeilung, die Jungs warten schon. Zur Bank of England! Ja! Plutus ist Twopenny.